Warte, Nana, magst du kurz herkommen? Da ist nämlich noch eine Truhe. Und ich, also Mika, es sind komm, zwei. komm. Ich komme. Puh, was für ein Adrenalin-Rush. Das war gerade echt der Jumpscare. Wir parken da ein. Ah, da ist ja ein anderes Boot! Wo ist jetzt nur was hin? Da, wo ich vorne bin, zwischen die Harpunen. Ist jetzt noch ein Boot. Der trinkt vom Fass. Was macht er? Wie geht's? Kann irgendwer. Ah! Da steht nur was. Und ich glaube, jetzt erwischt man es nicht, weil ich hab's genau dahinter gedroppt. Ah, opulente Kuriosität steht da noch. Ich hab's mir vergessen. Er winkt uns, süß. Ich wink zurück. Vertrau keinem. Vertrau ihm nicht mehr. So, jetzt steht's dann an der Reling. Und mich auch. Hey. Alter, was macht der für coole Moves, bitte? Schaut euch den an. Der macht einen Handstand. Verkaufen. Schnell, der lenkt uns ab. Schnell. Niemanden trauen. Aber na, wie wir Michi und ich alleine gespielt haben und Sachen verkauft haben, ist dann auch ein Boot gekommen und da haben sie voll coole Zirkustricks gemacht und dann haben sie uns einfach unser Boot angezündet und uns umgebracht. Oha. Oha. Aber cool, alles verkauft. Boah, wir haben richtig viel Cash gemacht. Sie trinken Grog aus dem Fass. Sollen wir mal zu einer Umwege? Jetzt können wir nichts mehr verlieren, jetzt, oder? Jetzt haben wir eigentlich nichts mehr zu. Außer unsere Botschafterflagge. Die bringt ziemlich viel. Ja, wird's, oder? Ah, da ist sogar noch ein Skull. Gehen wir mit einer Party machen. Der dabbt ja. Kaya sagt, wir sollen herkommen. Ich glaube, die wollen uns. Oh, ich weiß nicht. Die wollen sich irgendwas mit uns wieder aufführen. Egal. Jetzt ist der schon 10, jetzt ist da nicht gleich Schlafenszeit. Achso, stimmt. Ich tanze einer was vor. Oh ja, Grog ist eine gute Idee. Wie rede ich noch einmal? Tee. Nein, ich meine, ist die mit die vorgegebenen? Achso. Z. E. Der eine heißt von der Schippe Springer und der andere ist Ehre von Athenes Segen. Zwei Crews in der Taverne, die Krüge hoch erheben. Wir haben so ein Achievement gekriegt. Cool. Boah, der andere schaut. Der hat voll die coolen Skin. Ja, voll die coolen Outfits. Aber sie haben genau das gleiche Schiff wie wir. Also hat die Schiffskins. Hä? Will the Grey hat gesagt, er hat ein Achievement. Let's get wasted. Ich will dir nicht aufs Schiff kotzen. Unshamed in too spät. Wer macht denn da Musik? Wie? Da ist. Hat sich der gerade auszogen? Nein, das ist der dritte. Ah, okay. Mann, er hat einen Hund. Mann, bist du süß. Oh. Gott. Nein. Oh mein Gott. Cute. Wie süß. Du kannst den Hund halten? Ja. Da, nimm den Karo. Hä, was tust du? Oh. Oh, der ist voll krass, der Hund, der hat ein Loch im Körper. Magst du auch Kiwi? Na, danke. Ich sauf mich lieber voll. Oh, du süß! Cuter Boy. Hoppa!
Hoppa! Aid! Aid! Was? Warte, warte, er hat den Hund in die Kanone geladen! Was ist genau? Oh, der arme Opa! Wir sind jetzt hingeflogen. Wie ein Depp. Ich schieß mich nach! Oh ja, der Feuer war gar nicht da. Boah, ich glaube, ich hätte Feuerwerk ab und dann durch uns ein Feuerwerk erschießen. Ich hab glaube ich eins. Gildeneinladung, er sagt unsere Gildeneinladung. Aber wir haben doch schon eine Gilde. Sie haben schreiben, wir haben schon, oder? Ja. Yeah. Ja, yeah, okay. Oh, Bart, mein Süßi. Ist er wieder da? Ja, sitzt bei seinem Härchen. Sollen wir eine Allianz anbieten? Achso, aber wir hören eigentlich eh dann auf, oder? Ja. Moin, der Hoppa. Immer gar ein Pet haben, die sind so süß. Wir haben bald eh, glaube ich, so viel gesammelt für eins, oder? Na. Wir fahren 170 oder so. Ne? Das ist halt so random, dass man das kriegt. Naja, aber dafür, dass wir jetzt gerade mal 2 Monate spielen. Nein, vorher aber. Schon wer Pet kostet 91? Man kann den füttern. Was? Ja. Mit einem Essenhaft auswählst und dann. Jetzt hast du mal fetzigere Musik, bitte! Achso. Hä, hey, aber. Ich habe Fleisch und das kann ich ihm nicht geben. Ist er vielleicht gerade satt? Er will keine Tomate. Okay. Mango hat vergessen. Ja, ich wollte da gerade sagen, wir brauchen ein bisschen eine fetzigere Musik. Ja? Wow. Die müssen schon ewig spielen, was für Skins die haben und ja, so. Beziehungsweise ist das, glaube ich, alles einfach Real Life Money. Karin, mach mal ein bisschen eine coolere Musik. Schau, der kann sich verstecken als Schatz. Schatz, mein da hoch, oh mein Gott! Was ist denn lieb? Ma, der redet mit seiner kleinen Krabbe. Und der schwebt irgendwie die ganze Zeit. Der hat gerade einen Mental Breakdown. Ich liebe diese Erlebnisse. 8. Ich bin gerade voll happy, dass wir mal ein gutes Erlebnis haben. Das macht alles wieder wett von letzten Mal. Oh. Der Will hebt bei mir gar nichts hoch, er schreckt einfach nur seinen Arm in die Höhe. Voll! Ich schau noch kurz, ich glaube, ich stelle jetzt endlich ein, dass man doch die Charakternamen sieht. Einer Gilde heißt Fisherman Guild. Oh. Und einer Name ist, einer Schiffsname ist Unshamed Intruder. Oder? Warte mal.
Ja, Fisherman Guild anscheinend schon. Sie müssen gehen, haben sie gesagt. Ja. Bye bye. Ich sag noch tschüss. Wipes tears. Aber sowas ist so unproblematisch, weißt du, man ja, sieht voll, sich. Kann einfach lustig sein. Und dann sagt man wieder, okay, wir gehen jetzt. Und dann geht man einfach wieder. Das war so cool. Ja. Und jetzt schießen und jetzt sie uns. Fahren ab. Wir weg. Ja, genau. Kopf, okay. Kill away, Kopf. Pizza fertig gegessen, Stream angefangen. Heute wieder mit Cam, weil ich bin schier. Mit voller Pizzasauce. Entschuldige, was wolltest du uns zeigen? Okay, jetzt mal auf das Menü, also wo das Inventar und so ist. Mhm. Und da gibt es ja dann so Piratenlog. Ja. Mhm. Und dann ist, wenn man auf Reputation, ich weiß nicht, was auf Deutsch heißt, das Ansehen. Ansehen, okay, ja. Da drauf. Und dann gibt es da die Seemannsgarne. Und da hat man eine Übersicht über alle Story-Sachen, die es so gibt. Mein Gott, das ist wirklich warum habe ich da, bei Melee Island und so nur voll wenig? Da fällt das sind einiges. Die Achievements, was ach man so, holen kann. Okay. Haben wir halt nicht alle gemacht. Genau, und die ersten vier sind eben genau Melee Island, also halt Monkey Island und die nächsten fünf Flucht sind dann Flucht der Karibik. Und dann sind glaube ich, mit diesem Shards of Gold, wo wir ja schon mal mit dem Shroudbreaker angefangen haben. Ja. Und die könnte man auch mal machen und die sind eigentlich relativ kurz, also die sind nicht so lang wie die von Monkey Island. Ich glaube, das mit dem Shroudbreaker, das war so eine normale Schatzsuche im Prinzip, da haben wir ja eh mal angefangen. Ah ja, da habe ich anscheinend einen Hut davon gekriegt. cool. Ja. Also das hat, weiß ich nicht, so 2 Stunden maximal dauert, glaube ich. Also das könnte man auch mal machen, das hat nämlich der Bernie gewandt, dass man das er gerne ich glaube... ja, ich weiß schon wieder was, das ist Kiwi, das ist das, wo wir dann das Schwert davon gekriegt haben, das blaue. Welche? Ja, aber welche Mission meinst du? Das war das, wo wir untereinander gespielt haben und unseren Piratenkönig befreit haben, unabsichtlich. Das war so eine Quest. Aber welche, ist das die Schleier... Na, Schleierbahn haben wir die letztes? Ganz letzte. Ah, die Seefahrerseele? Ja. Den Schleierbahn haben wir. Ah, das haben wir ja zusammen gemacht mit dem. Ja. Den gruseligen Typen im Pub, ne? Ja, genau. Voll. Genau. Auf jeden Fall können wir solche Sachen auch mal spielen. Aber was ich echt eigentlich am allerliebsten nochmal machen würde, ist ein bisschen so Ancient Coins farmen. Da muss man mal anschauen, ob man da irgendwie wirklich farmen kann. Ich habe gehört, wenn du auf gewisse Inseln bist und dort länger bist, dann kommt so ein Skelett mit einem Rucksack. Ja, voll, das hat Kiwi ja schon mal gefunden. Ja. Da haben wir ja voll viel gekriegt. Ja, das erinnert mich. Ach ja! Das war so lustig. Ich hab voll geschrien und so, oh, da ist ein kleines Skelett! Das war das so süße Skelett, mein Gott. Ja, ich schaue mir mal kurz ein Video an, wie man das farmen tut, weil dann, wir fahren jetzt glaube ich nicht einmal so 130 oder sowas, dann könnte ich endlich ein Pet kaufen. Ein Haustier! Ah, ich hätte so gerne einen kleinen Nougat. Okay. Ich komme für kein Outfit entscheiden, mir gefällt gar nichts. Oh. So, jeder ans Tappen. Slays den allen? Na. Ich will alles, was ich nicht haben kann. Oh. Was hättest du denn gern leicht für uns? Vielleicht können wir es ja freischalten. Ich glaube, ich muss mein Outfit wieder ändern. Ich halte diesen Wintermantel nicht aus, der ist so. Ich schaue ja aus wie einfach nur eine fette, bärtige Mäh aus Overwatch. Stimmt, erst der Wintermantel schaut für aus wie Mäh. Und das hat es mir erinnert. So. Ich meine, ich bin eine fette, bärtige Mäh aus Overwatch, aber... Okay. Ich wünschte, es gibt nur ein Slutty-Dress. Ich muss mal schauen, vielleicht gibt es... Vielleicht kannst du den kurzen, mutigen Rock anziehen. Den kurzen, mutigen Rock? Das klingt ja aus, was ich tragen will. Ich bin nicht mutig genug dafür.
Kurzer mutiger Rock. Welche Farbe hat er gehabt, damit ich den gleich erkennen kann? Warte mal, kannst du das sagen? Warte mal, der ist bei den Hosen. Mutige, modischer Rock? Ist das der? Was? Seite? Seite 2? Ja, der erste, oder? Und dann gibt's den halt in modischer Wanderrock und so. Das sind so. Wirklich kurz. Ja. Oh, das passt doch. Und dann brauche ich ein passendes Hemd dazu. Ja, oder du ziehst einfach kein Hemd dazu an. Ein bisschen Room for Imagination muss ich jetzt doch nicht lassen. Okay, ich schaue kurz das Video an. Ich muss mich einmal kurz ausziehen, weil bei dem Charakter zeigt es mir da nichts an über dem Mantel. Gefällt mir das so. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, was ich da gerade aufführe. So vielleicht. Ah, das sind Kleider. Da. Achso, da sind Hemden. That's what I'm talking about. Finde das so besser. Ja, vielleicht ist das so besser. Habe ich mal einen anderen Hut auf. Bin gespannt. Oder finde ich den besser? Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich gehe mal mit deinem Sommerlook. Hauptsache ihr Sommer wenig und ich so Winter. Einfach komplett einmal alles an. Dann möchte ich auch. René sagt, du schaust aus wie die Frau von Mulan, die versucht zu verheiraten. Ja, so ist das er recht. Hat. Ja. Will ich barfuß herumgehen? Ich hasse das, dass ich. Weißt du, in einem Spiel bin ich ja einfach nur ein Charakter und kann machen, was ich will, theoretisch. Aber trotzdem kann ich zum Beispiel meinen Charakter nicht barfuß gehen lassen, weil ich das in Real Life irgendwie spüre. Weil ich mal denke, meine Sohlen, das tut ja weh. Wo es überhaupt keinen Sinn ergibt. So, was habe ich mir denn da jetzt Schönes gekauft? Ich muss einmal schauen, ob das gut ausschaut, wenn ich jetzt tanze mit diesem Outfit. Oh mein Gott, das ist wirklich ein sehr mutiger Rock. Aber ich glaube, das passt sogar. Ich glaube, der wird's. Au! Oh, ich bin vom Blitz getroffen worden. Du Ja. Boah, hey. Frech. So schlimm schaue ich doch nicht aus, oder? Ich bin einfach fast tot. Die Götter verärgert mit meinem Look. Oh, mein Anschielen. Ja? Was ist das? Brauchst du das zum Essen? Nein, ich hab schon, danke. Danke. Ist das jetzt gespeichert? Gürtel drüber. Ulala! Ohne Gürtel oder mit Gürtel? Ganz mit Gürtel. Ehre für das Haus. Oh, Kito. Meine Freunde. Ehre für das Haus. So, Ladies, was sagt ihr? Finde ich gut. Ich bin halbwegs tot, was ist denn da passiert? Wir sind vom Blitz getroffen worden. Wow. Die Götter waren nicht zufrieden mit meinem Aussehen. Haben sie uns bestraft. Das war sehr cool, ich finde deinen Hut cool. Dankeschön. Ich hab mir gedacht, ich verwende mal einen Neichen. Aha. Das ist so einer der wenigen, der meinen Kopf nicht ganz monströs ausschauen lässt.
Die unsinkbar 2 sollte eigentlich schon unsinkbar 19 heißen oder so. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den riesigen Mantel haben will, aber ich liebe die Mäntel leider. Ich finde immer ohne Mantel schaut es irgendwie so leer aus. Na, der Mantel muss. Der Mantel muss. Okay, also ich habe jetzt recherchiert. Bist du der zwar... kurzer Rock, Alter? Entschuldige. Ja. Gerade Tipps für alle, die jetzt gerade im Stream zuschauen. anscheinend kann man zum einen dem Fährmann, wenn man stirbt, seine Seele verkaufen, dann kriegt man ein paar Ancient Points. Okay. Oh. Verständlich. Dann hat man bessere Chancen, dass die spawnen, wenn man so mindestens 3 Minuten auf einer Insel ist. Okay. Und er hat halt, also der Typ, was ich geschaut habe, hat den Tipp gegeben, dass man am besten einfach so ein paar Voyages macht oder sowas, damit man genug Zeit auf die Inseln totschlagt, dass man es auch wirklich kriegt. Ja, dann lasst uns heute Zeit totschlagen. Genau. Und ich habe einfach ein paar Inseln ausgesucht. Alles totschlagen. Alles totschlagen. Und man muss halt voll schnell sein, weil die Skelette, glaube ich, irgendwie nur so. Die sind nicht lange da. Da sind ja voll. Und urschnell ist der weggelaufen damals. Genau. Ich hätte ihn ja so gerne erschossen, aber. Ich meine, warte, also das klingt irgendwie so ein Kaching-Sound. Hä, wieso hat unser Schiff Wasser? Aber es kriegt halt voll. Sie machen so einen Kaching-Sound. Und dann muss man halt schnell sein. Jo. Ich probiere jetzt das mal mit dem Fährmann aus. Fischen ist. Gute Idee, ich mach das auch gleich. er hat gesagt, Fischen ist auch voll gut, weil man dann halt länger auf einer Insel ist. Also man soll einfach ganz viel auf die Inseln herumhüpfen und immer schauen, dass man halt so ein paar Minuten auf jeder Insel bleibt. Okay. Und herumrennen. Nein, eigentlich muss man nicht einmal herumrennen. Also wenn man fischen tut, eben dann spawnen sammeln. Aber es ist halt, glaube ich, gescheiter, man ist dann auf kleine Inseln, weil ich schätze mal auf große Inseln. Nom, nom, nom. Hallo, wie kriegt man da was beim Fährmann? Weil man einfach nur mit dem redet, oder? Man muss mit dem reden, ja. Ui. Ja, mir hat das Gespräch mit ihm jetzt nichts gebracht. Hm. Ah ja, die Hairbrush Isle, oder? Wie heißt die nochmal? Hairbrush Isle? Ja, die was ausschaut wie Haarbürste, die Info. Du warst schon welche. Hallo! Hoi, hey, wieso kriegst du. Ich kann gar keine aufnehmen. Habt ihr euch jetzt schon umgebracht, ihr beiden? Ja. Was? Wir sind nur nicht einmal weggegangen. Was? Wir haben die Insel noch nicht einmal verlassen. Hä? Adora. Beim Fährmann kann man übrigens auch eine Quest annehmen, gell? Es kommt gerade direkt ein PvP-Schiff auf uns zu. Ich war gerade beim Fährmann. Wo? Auf welcher Seite? Neben mir am Glück so ein Buch. Oh, das habe ich gesehen. Auf der Karte unten kannst du sagen. Ach so, so eins. Es müsste direkt auf unserem. Direkt auf dem Booty eigentlich. Direkt am Popsch! So in dich! Dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir da wegkommen. Können wir. Ah, die sind aber erst Stufe 1, diese kleinen. Du willst das schon fetzen. Alter, immer. Du willst gleich hinfahren. Ja, jetzt haben wir noch keine Schätze, jetzt ist es nur wurscht. Nein, ich hab da jetzt auch nichts rausgekriegt. Die Unsinkbar 2 ist ganz schön fesch. Ich recherchiere nochmal. Ja, fahren wir jetzt zu einer hin oder nicht? Wollt ihr euch gönnen? Oder versuchen zu gönnen? Ich lenk schon ein. Passt. Boah, bin schon wieder vom Blitz getroffen worden, hey. Mach's ja aus. Das reicht's aber, muss ich gleich was da holen. Okay, was sagt ihr gerade?
Wir wollen eigentlich gegen die kämpfen, aber das Lenkrad ist komplett in Brand. Da, jetzt sind sie da hinten! Wohin? Hinter uns! Da drüben! In welche Richtung denn? Also, auf unserer Steuerbordseite! Wie heißt denn das? Wie heißen ihr da? Seid bitte keine, was haben wir gehabt? Franzosen waren die schlimmsten, ja? Was sind das? Oh nein, es sind Franzosen und Anhänger Satans! Ich brenne gleich alle nieder! Es sind Franzosen! Schnell weg! Schnell weg! Aber sie haben zwei Leitmaximal. Ist das jetzt das gleiche vorn? Oder ist da ein anderes jetzt noch dazugekommen? Ja, das ist das gleiche. Okay, entschuldige. So. Dann fahren wir mal. Das ist aber nur eine Schaluppe. Ja, voll ist. Aber dafür sind es wendiger. Aber wir sind eigentlich auch halbwegs wendig. Wir haben ja das meine, das ganz große. Das Blöde ist nur, dass der neu entgegen unsere Fahrtrichtung ist. Kann ich sie harponieren? Das war gestern eigentlich auch wild, oder? Dass wir ein holländisches Schiff gesehen haben, dann waren auf einmal die Italiener hinter uns und dann sind noch zwei Boote aufgetaucht. Ja, das war schon ganz schön crazy irgendwie. Ey, die sind im Wasser. Ja. Ah ja. Die kommen gleich zu uns auf. Bekämpft sie. Bekämpft sie. Ah, sie. Ja, sie haben uns einen Anker abgelassen. Aber dafür haben wir es umgebracht. Gut gemacht. Das war ein Vorgeschmack, was noch kommt. Schossen. Hey. Normal werde ich mal hier erschossen. Ein Spieler. Wisst ihr, was noch besser ist? Er ist von drei Frauen getötet worden. Aber die Meerjungfrau hat ihn voll verpetzt. Ja, voll. Ich hab mir gedacht, ich hab nämlich zwei Gestalten gesehen und dann habe ich realisiert, oh, eins davon ist die Meerjungfrau. Immer kurz gedacht, hat jemand von uns vom Boot gehauen und dann, aha. Ja, ich glaube, wir kommen ja noch nicht nach, oder? Ah, sie machen eine Wendung. Okay. Dann macht sich bereit zum Schießen. Ich hab schon alles geladen. Alles, was na, geht. Alles. Na, voll bereit, die zu fetzen, die Schuhen. Aber seid auf jeden Fall jederzeit bereit. Haltet Ausschau, dass sie sich wieder zu uns schießen könnten. Also, da ist er wieder im Wasser. Da ist mein Wasser. Achso, da ist es an mir, Jungfrau. Okay. Na. Das heißt. Was? Wo ist er hin? Wo siehst du wen? Achtung! Da, schießt er bei uns! Ja, war unten bei uns! Ah, nice! Schnell, schießt es ab! Ja, ich repariere Gott. Oh nein, unser Mast! Unser Mast? Was ist mit dem Mast? Ich weiß nicht, das hat ausgeschaut, das hat's getroffen, aber ich sehe nicht recht, wie ich stehe am Steuer. Kehrtwendung, krasse Ankerdrehung oder so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, die Anker ist immer ein bisschen blöd, oder? Okay. Entschuldige. Diese Schweine! Die sind halt voll angreifbar, wenn man nicht fahren kann. Oh, ja. Oh. Schaut, dass ihr sie abschießt. Ich schau dabei unten alles. Ich wollte einfach sagen, ich geh schon mal runter und schau. Ich kann nicht schießen und lenken. Lenk einfach nur für Sekunden. Wir schlucken kurz. Da ist jemand an Bord, da ist jemand an Bord. Wo? Oh. Ah, also ja, mich hat jemand erschossen. Mich auch. Bin jetzt alleine? Wo ist er denn? Für eine Sekunde, ja. Zück die Waffe, schieße nieder. Ah, er hat mich niedergeschossen. Unser Boot geht runter. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Tut mir leid, das ist eigentlich meine Schuld wegen dem Anker.
Ich hab noch aber gedroppt. Aber ich hatte die Idee. Egal. Sie kriegen eh gar nichts. Ja, unser Schiff ist einfach schon down. Ah, okay. Können wir uns noch auf sie rüberhauen? Nein, ich sehe es nicht mehr.